Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute mit einem neuen Let's Play beginnen. Wolfenstein The New Order, beziehungsweise das Add-on dazu, The Old Blood. Bevor wir mit dem Spiel beginnen, möchte ich eine kleinere, eigentlich eher eine längere Einleitung zu dem Spiel machen. Gerade weil das Spiel sehr kontrovers diskutiert wird und das sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Für diejenigen, die gleich ins Spiel einsteigen wollen, die spulen jetzt erstmal ein paar Minuten vor und alle anderen können sich das ja erstmal anhören. Also Wolfenstein. Wolfenstein begann 1992. Ich entsinne mich, dass ich selbst 1993 irgendeine, weiß ich auch nicht wie oft gemachte Kopie bekommen habe und ich war geflasht. Wir haben das im Freundeskreis gespielt bis zum Erbrechen. Das Spiel wurde dann auch relativ schnell indiziert bzw. beschlagnahmt, wobei relativ schnell Anfang der 90er wahrscheinlich auch relativ zu sehen ist. Ich vermute mal, dass die Jugendschützer mit ihren Zuse-Computern und elektrischen Schreibmaschinen erstmals wohl Probleme hatten, Disketten irgendwo reinzustecken. Aber wie auch immer, irgendwann haben sie es geschafft. Dann wurde das Spiel verboten, beschlagnahmt, der Besitz unter lebenslangem Hausarrest gestellt und ich weiß auch nicht, Todesstrafe gab es vielleicht auch noch zwischendurch oder schlimmstenfalls sich frühere Reden anhören von Karl Lauterbach, ich weiß es nicht, wobei letzteres wirklich ganz furchtbar gewesen wäre. Jedenfalls hat es dem Spiel nicht geschadet. Ich kann mich nicht erinnern, jemanden nicht gekannt zu haben, der das Spiel nicht gehabt hat. Das waren jetzt sehr viele Verneinungen, aber ich glaube, der Inhalt wird klar. Nach Wolfenstein 3D kam lange Zeit gar nichts mehr. Es gab noch ein Add-on mit Spear of Destiny, aber das waren einfach nur angehängte Level im Grunde. 2001 erschien das nächste Spiel. Das nannte sich Return to Castle Wolfenstein, glaube ich, so rum war es. Und das war insofern sehr spannend, weil es erstmal gut gemacht war und weil es auch zweigleisig fuhr. Es gibt eine deutsche Version, die enthält deutsche Texte, alles ist in Deutsch gemacht. Die Gewalt ist auch so, wie sie in allen Versionen ist, aber es gibt halt keine Hakenkreuze und es wurden auch Namen verändert. Also aus dem Führer Hitler wurde, was weiß ich, der Oberrudelführer oder irgendwelche anderen bekloppten Fantasienamen. Und dann gab es natürlich noch eine Version für den Rest der Welt, in der halt alles so war, wie es sein sollte. Allerdings gibt es darin keine deutsche Tonspur. Nur die deutschen Soldaten reden dann mal irgendwelchen Rundfunk dann auf Deutsch. So, oh, ich war in der Kneipe oder irgendwelche Geschichten. Ja, jetzt gibt es dann zwei Seelen in meiner Brust. Der eine sagt, also ich möchte eigentlich ein Spiel so spielen, wie es mal gedacht war und ich werde garantiert nicht anfangen, meinen rechten Arm zu heben, nur weil ich da jetzt irgendwelche Hakenkreuze im Spiel sehe. Die zweite Seele in meiner Brust sagt allerdings, naja, so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Wir Deutschen haben nun mal eine Geschichte, die wirklich im negativen Sinne leider sehr, sehr einzigartig ist und ich glaube, ich muss dann auch nicht überall Hakenkreuze drauf sehen. Also von daher gibt es diese beiden Positionen in mir. Ich löse es meist damit, dass ich mir beide Versionen kaufe und letztlich aber dann auch nur die deutsche spiele, weil mir der Inhalt des Spiels auch sehr wichtig ist. Und das bekomme ich natürlich nicht mit, wenn ich alles nur mit einer englischen Sprachausgabe habe. Jo, aber machen wir weiter. Das war 2001, Return to Castle Wolfenstein. Dann gab es noch 2009 ein Wolfenstein-Spiel. Zu dem kann ich nicht viel sagen. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, es war wohl ganz gut. Grafisch nicht mehr ganz so up-to-date. Es ist in der Engine gelaufen, in der auch Doom 3 und auch Quake 4 gemacht wurde, die 2004, 5, 6 oder so sicherlich gut war. Aber 2009, als es rauskam, da war sie sicherlich schon veraltet. Ich kann nicht viel über das Spiel sagen. Ich habe nur gelesen, dass es dann auch irgendwann indiziert wurde oder auch beschlagnahmt, weiß ich nicht genau, weil sie jedenfalls irgendwo ein Hakenkreuz vergessen haben, rauszuretuschieren in der deutschen Fassung. Mag sein, mag auch nicht sein. Nach 2009 floss wieder sehr viel Wasser den Fluss Anduin hinunter. Erst 2014 kam es zu einem neuen Wolfenstein, und zwar Wolfenstein The New Order, zu dem auch dieses Add-on The Old Blood gehört. Wolfenstein 2014 hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil genau dieses Spiel und Doom 2016 mich dazu animiert haben, mir eine PlayStation zu holen. Das war wohl auch so, ich schätze mal so 2016 rum, nehme ich mal an, wo ich von Gronkh, einem Let's Player, diese Let's Plays zu den beiden Spielen gesehen habe und dachte, boah, was geht da denn ab? Die muss ich mir jetzt holen, die werden garantiert gleich wieder verboten, wenn ich das jetzt nicht bald mache. Naja.
Hat dann wohl doch noch ein paar Monate gebraucht, bis ich mir was geholt habe, aber letztlich habe ich mich auch geirrt, weil es gab zwischendurch mal eine Gesetzesänderung, nach der Spiele, die von der USK freigegeben wurden, und das ist in dem Fall Wolfenstein und Doom auch, nicht mehr indiziert werden können, aber das wusste ich damals nicht. Naja, das war dann dieses Wolfenstein 2014. 3 Jahre später kam dann Wolfenstein 2017, The New Colossus, heraus, mit einer etwas anderen Grafik, aber genau der gleichen Geschichte, mit den 2 Versionen, einer deutschen, einer internationalen. Da wurde, soweit ich weiß, nichts mehr, da gab es auch gar nicht mehr das Thema Indizierung oder so, die kam einfach so raus, also sprich die deutsche Fassung. 2019 erschien dann das letzte Wolfenstein, Wolfenstadt The Youngblood, oder nur Youngblood, ich weiß gar nicht. Und hier gibt es dann wieder eine Besonderheit. Es ist auch in 2 Versionen erschienen, international und nur deutsch. Aber beide Versionen wurden von der USK geprüft und freigegeben und sind in Deutschland erhältlich. Das heißt auch die Version mit den Hakenkreuzen. Allerdings dann ohne deutsche Tonspur, wie schon bei den anderen Versionen. Kann man sich dann aussuchen. Also in meinem Fall ist es so, ich hole mir immer beide, aber ich finde die deutschen Versionen im Nachhinein immer besser. Ja, es nervt mich auch, dass so eine Figur wie Hitler dann irgendwie Höller genannt wird und aus Juden Verrätern wurden in Wolfenstein 2017. Das fand ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Da hat man einfach, um gar keine Begrifflichkeit aus dem Dritten Reich zu haben, hat man das Wort Jude geändert in Verräter. Ich meine, also ganz ehrlich, ich denke, da sind sie ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Also von daher kann ich auch jeden verstehen, der sich die Originalfassung holt. Was Let's Plays und Originalfassung betrifft, so ist es noch etwas anders. Also ja, ich weiß, es gibt zum Beispiel von Case Genre gibt es ein Let's Play zu Wolfenstein Youngblood mit englischer Sprachausgabe und Hakenkreuz. Es ist auch nach über einem Jahr noch abrufbar auf YouTube, das weiß ich auch. Aber es ist halt so, rein rechtlich gesehen, ich es verstehe, entsteht etwas Neues, wenn ich ein Let's Play mache und darüber spreche. Und das mache ich dann ja auch, also beim Let's Play machen, zu sprechen. Entsteht ein neues Produkt, wenn man so will. Und gerade in Bezug auf Hakenkreuzen müsste das dann zwingend neu von der USK geprüft werden. Ob das jetzt Case Jaws oder und die anderen gemacht haben, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Aber ich kann es jedenfalls nicht machen. Und davon abgesehen würde ich es auch nicht machen, weil ich finde, dass diese Spiele nicht nur das System haben, weiß ich auch nicht, Kanone raus und losballern, sondern es gibt auch wirklich schöne Geschichten darin und die gehen natürlich verloren, wenn man es nur auf Englisch hat. Deswegen werde ich sämtliche Let's Plays mit dem Thema Wolfenstein in Deutsch machen. So, das war jetzt eine wirklich sehr, sehr lange Einleitung. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit Wolfenstein. Bis gleich. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Ja, es ist ein Montagmorgen. Wir haben schlecht geschlafen. Und einen schwierigen Auftrag vor uns. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play Wolfenstein The Old Blood. Im Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovich? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen.
Sie und ich, Blaskovic. Als Team, wir schaffen das. Also gut, Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Ja, soll ich es holen, oder wie? Hallo? Es ist alles also, im Handschuhfach, Agent. Ich gar keine Lust zu. Nö, mach ich nicht. Nö, mach ich selber. Kannst du selber aufmachen. Na gut, okay, dann mach ich's halt doch. Jo. Oh, nette Handschrift. Naja. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Ich schweige wie ein Grab. Ich sag gar nichts. Überhaupt nichts. Das funktionieren wird. Ach, scheiß drauf. Ja, schön ist es hier in, ich würde mal sagen, Berchtesgaden. Spannenderweise steht da aber Paderborn. Ich wusste nicht, dass Paderborn so eine Bergidylle zu bieten hat. Aber naja, man lernt halt nie aus. Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Ja, wie du es machst, machst du es verkehrt. Germanien Express, weil es schneller geht. Ah ja. Am starken Seil. Na denn, oh, Augenblick, da leuchtete was. Eine Karte, hui. Hier, bitte sehr. Okay. Lesen wir uns gleich mal durch. Mit der Kartenansicht kannst du deinen Fortschritt in einem Gebiet verfolgen. Eine Markierung weist dir die Richtung zu deinem... weist dir die Richtung zu deinem nächsten Ziel. Suche nach Kartenaktualisierungen, um der Kartenansicht weitere Informationen über das aktuelle Gebiet hinzuzufügen. Mit der Taste nach unten kannst du die Karte ansehen. Ist sehr hilfreich, wenn man nicht weiter weiß. Wir werden sie das eine oder andere Mal aufrufen. Alles klar. Okay, jetzt wird's ernst. Wir müssen durch die Kontrolle durch. Gucken. Oh, oh. Guten Morgen, Herr Jäger. Da ist Greta. Was gibt's, Greta? Ich hatte schon immer Angst vor Greta. Jetzt weiß ich auch warum. Die Papiere bitte. Ja, ja, ich hole ja schon raus. Okay, hier. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja. Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Also, ich glaube, der ahnt was. Die spinnen die Amerikaner, sagte er. Und eigentlich sind wir ja aus Frankfurt. Oha. Oh, oh. Kommandant Franz, bitte. Na, jetzt. Mensch, klemmt alles hier. Hallo, ja, ich komme ja schon. Mensch, macht er das Ding hier einfach zu? Ich glaube es ja wohl nicht. Ja, jetzt geht's. Hallo, bin da. Also, muss erst ganz nach hinten gehen. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Ich glaube, das können wir auch einfach mal so hinnehmen. Also zuzutrauen ist es ihm jedenfalls. So, und der, wie steht er nicht so richtig gerade? Na, jetzt, ah, geht doch. Morgen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie diese Armbewegung eben gerade nochmal abgeändert haben. Das sah nämlich eigentlich aus, als wollte er den rechten Arm heben, hat dann aber quasi in der Bewegung die Hand dann zum Helm geführt. Ich vermute mal, das ist auch nur in der deutschen Variante so. Kann ich ja mal nachgucken. Also
Kam mir halt eben so vor. So, jetzt geht's los. Und weiter. Also, los noch nicht ganz, aber gleich. Also, ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Hohes Tier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Habe ich das schon erzählt, Blaskovic? Nein. Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whisky-Kur hat geholfen. Glauben Sie das? Was soll's? Diese Burg. Hallo? Sie gehört ich stehe auf der anderen. Ja. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Ja, klar. So, wir befinden uns also jetzt auf Burg Wolfenstein. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich finde, das sieht ziemlich klasse aus hier. Also, soweit ich weiß, ist das Spiel übrigens noch für die PlayStation 3 erschienen. Es wurde dann jetzt aufgepeppt für die PS4. Ich kenne es aber halt nur für die PlayStation 4. Und ich kann halt sagen, es ist von 2015. Und naja, ich finde, es sieht immer noch ziemlich gut aus. Also, ist es jetzt grafisch schlechter als das nächstfolgende, das Wolfenstein The New Colossus? Ich weiß nicht. Die Gesichter, die haben sie sicherlich verbessert, aber der Rest, ich finde, das hat schon einen ziemlich guten Stil, das Ganze hier. Ja, wollen wir mal schauen. Hier passiert nicht viel. Der macht auch nichts. Oh, hier hören wir mal zu. Könntest du dir vielleicht so eine Reise leisten? Was haben sie denn da gefunden? Irgendein Kelch. Über 1000 Jahre alt. Er muss König Otto gehört haben. Wo ist er? In einer der Kisten, die zur Burg gebracht werden sollen. Helga ist ganz verrückt nach dem Scheiß. Besonders nach allem, was mit König Otto zu tun hat. Denkst du, es würde jemandem auffallen, wenn er fehlt? Nö, garantiert nicht. Weißt du, in was für einer Hölle du landest, wenn Helga das rausfindet? Das war eine hypothetische Frage. Ja, na klar, selbstverständlich, rein hypothetisch. Also ich vermute mal, sie suchen König Ottokars Zepter. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. So, wir gehen jetzt in das Forschungszentrum von Burg Wolfenstein. Und ja, auch sehr speziell. Ohne Lavalampe mit, weiß ich auch nicht, mit Führerbild drin? Oder wie soll ich das mir vorstellen? Naja, so eine Art jedenfalls. So, jetzt geht's los gleich. Also wirklich, richtig so, los. Gut, bin jetzt im Aufzug. Ja, das ist der erste. Und weg ist er. Ich entsinne mich noch, dass Gronkh in seinem Let's Play zu Wolfenstein quasi das Dreiviertelspiel mit der Pistole bestritten hat. Irgendwie werde ich das, glaube ich, nicht tun. Ich denke mir, diese Waffe hier, die wir gerade haben, die ist schon ganz gut. So, da haben wir noch was zu lesen. Jupp, das nehmen wir auch gleich mal mit. Bin jetzt auch ruhig. Notiz von Forschungsassistent Lang, 4. Januar. Helga ist die ganze Woche über bei einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Ich habe ihm die Hand gegeben. Er schien mir ein angenehmer Zeitgenosse zu sein, aber seine Hände waren klamm und kalt. Und da war dieser leicht unangenehme Geruch. Helga hat mir in der Zeit, in der sie sich um unseren Gast kümmert, die Leitung der Forschungsgruppe anvertraut. Erwähnenswerte Entdeckung. Ein alter Bauplan zwischen zwei Holzverkleidungen scheint beim Bau dieser Burg verwendet worden zu sein. Die Burg wurde von König Otto erbaut und sollte auf seine Feinde groß, beeindruckend und einschüchternd wirken. Muss damals ein toller Anblick gewesen sein. Zum damaligen Zeitpunkt zweifellos eine beeindruckende technische Errungenschaft. Als ich mir die Skizze ansah, bemerkte ich einige Räume, zu denen ich keinen Eingang finden konnte. Gibt es vielleicht einen verborgenen Öffnungsmechanismus? Werde Helga sofort unterrichten.
Wenn sie nicht anderweitig zu tun hat, könnte es sich dabei womöglich um König Ottos verschollenen Schatz handeln. Wer weiß. Lang. Ja, da haben wir schon mal das erste gefunden. Das erste, was sie nennen, Sammelbare vielleicht. Weil Sammelbares gibt es noch in anderer Form. Gold. Ja, wie man sieht, sind hier überall Rüstungsteile und Medikits verstreut. Und zwar in wirklich großer Zahl. Was bedeutet, dass wir vermutlich gleich mit Widerstand zu rechnen haben. Und ja, bevor es so sein wird, sollten wir uns nochmal ordentlich ausrüsten. Also der Agent One, das ist wirklich ziemlich nervös, der Gute, ne? Oh, ich denke, wir grasen das hier erstmal in aller Ruhe ab, schauen uns noch ein paar Pin-Up-Girls an mit Maschinenpistole. Und jetzt haben wir gleich mal den Akimbo-Modus aktiviert. Außerdem sollten wir gleich mal speichern, weil es jetzt gleich heftig zur Sache geht. Aber speichern ist hier nicht. Das Ding speichert automatisch. Notiz von Forschungsassistent Winkler, 28. Februar. Im Zuge eines Experiments an Objekt 12-1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfsburg kam Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als Herr Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion. Sein Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchten alles, um das Feuer zu löschen, aber, naja, schließlich erlag er seinen Verbrennungen. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben. Ich muss mir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12-1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das aus einer Reihe optischer Linsen, einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weiter bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 nach Christus datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größere Schlachten vorgesehen. Es ist unklar, ob es jemals im Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde, das seinen Benutzer nicht in Brand steckt. Könnte dieses Gerät das sein, was Albert Einstein in seinem Papier zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Falls ja, so könnten wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehnts stehen. Sobald die Sicherheitsprozeduren verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Jo. Das war ein Helm. Jetzt sind wir bei 96% Rüstung und 100% Lebensenergie. Und ich denke, wir können jetzt mal das Funkgerät anschalten und ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest uns abholen lassen. Oder was auch immer. Hier Falkennest. Over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden. Over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann. Over. Roger, Speer out. Oh, jetzt geht's los. Wir spielen übrigens auf dem Spielgrad Lass sie kommen. Das ist so der Idealstandard. Und ich sag mal so, diese Szene habe ich mir noch ein paar Mal angeguckt, bevor ich es aufgenommen habe. Also, ja, ist nicht ganz ohne. Liest dir erstmal alles in Ruhe durch, ist schon klar, ja. Da hängt auch nur einer quer in der Luft oder schießt auch einer mit dem Gewehr. Ziemlich gezielt auf uns. Aber so geht's einigermaßen. Müssen wir auch ganz doll auf Handgranaten aufpassen. Wenn wir also in diesen Raum da hinten gehen, wo wir uns eben die zweiten Waffen und so geholt haben, also wo der jetzt gerade rausgekommen ist, dann, super. Akimbo hat doch seine Vorteile. Dann schmeißen sie gerne Handgranaten da rein, das ist ziemlich blöd. Na, jetzt zum Beispiel. Aber das haben sie wohl nie in das andere Ding reingeschmissen, von daher passt es. Aber manchmal kennen die da halt keine Verwandte und ballern die Dinger überall rein. So, da ist noch einer. Bin eigentlich kein Freund von diesem Akimbo-Modus, aber hier bei diesem, ich nenne es mal Arena-Kampf, ist das keine schlechte Idee. Man überlebt jedenfalls länger. So, der ist auch weg. Da latschen wir nochmal durch.
Speziell bei Wolfenstein ist übrigens, dass man die Sache nicht aufnimmt, wenn man rüber rennt. Das ist ja eigentlich mittlerweile Standard. Na, kommst du her. Also man muss immer noch die, die Quadrattaste drücken. In meinem Fall die mittlere Maustaste. Ist nicht schlimm, aber naja, nimmt man halt nicht alles auf. Also jedenfalls nicht, wenn es so hoch hier geht. So, da ist auch einer. Der ist weg. Ist auch weg. Da noch einer. Ja, dann kann er mal aufhören hier. Ne? Da oben ist noch einer. Ah ne, da ist auch einer. Den nehmen wir erstmal zuerst. So. Da oben ist einer. Zwei sogar noch. Den haben wir gekriegt. Den haben wir nicht gekriegt. Jetzt haben wir ihn gekriegt. Wie sieht's mit dem Ausgang aus, Wesley? Ja, keine Ahnung. Na, wo ist er denn? Oben. Oben schießt er. Nee, nicht. Doch noch? Wo ist hier noch ein? Hinten, hinter uns, glaube ich. Da! Ich baller jetzt mal vor der Elle rein. Irgendwas trifft man da schon, da war. Okay. Jo! Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Ja, das ist nicht viel wert, wenn ich hier nicht rauskomme. Hier. Eine Doppelschrotflinte hätte ich ja gleich mitnehmen können. Obwohl ich muss sagen, dass Akimbo so ungern. Ich bin mal kurz ruhig. Verstanden. So ungern ich das eigentlich benutze, dieses Akimbo-System. Aber hier war es dann doch, nicht verkehrt. Oh, wir haben ganz schön eingebüßt, ne? Gar keine Rüstung mehr und Lebenserhaltung war wohl auch nicht mehr so dolle. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Na gut, jetzt sind wir jedenfalls wieder gut aufgeladen. Da ist auch noch irgendwas. Das haben wir schon alles. Haben wir alles. Briefe hatten wir auch schon. Da ist noch ein Medikit. 80, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das hatten wir schon gelesen. Ja, ist immer so ein bisschen wie so ein... Ach nein, die Osterinsel, da wollte ich immer mal hin. Ah, die Wiege der außerirdischen Zivilisation. Ach, schön. Naja. So, jetzt sind wir wieder bei 100, beziehungsweise sogar über 100. So als kleine Geschichte noch, man kann hier mehr als 100% Lebensenergie aufnehmen. Ihr seht es gerade an dem Orangenen, aber das zählt sich dann langsam runter bis auf 100 und hält also nicht langfristig. So, dann wollen wir doch mal hochgehen. Hallo? Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts, gar nichts. Keine Sachen, keine Karten. Oha, das ist dann Deutschland, meine Fresse. Riesending. Mit Türkei, habe ich das richtig gesehen? Oh. So, da sind noch merkwürdige Schädel, hätte ich mir genauer anschauen sollen. Und hier haben wir noch einen Brief. Helgas Tagebuch, zweiter Eintrag, September. Ich habe schon so viel über Wolfsburg gelesen, dass mir schon die Augen bluten. Eine unbegreiflich faszinierende Stadt. Hier gibt es etwas Wichtiges, das kann ich spüren. Jedenfalls schien es meinem Vorfahren König Otto wichtig gewesen zu sein. Bisherige Schlüsse. König Otto fand fragmentierte Pergamente, Begegnungen in Istanbul. Pergamente gaben ihm mächtiges Wissen. In Klammern siehe Notizen des Gelehrten Sigbald, Seite 15 bis 26. Baute etwas in Wolfsburg, das er im Krieg gegen die Magyaren einsetzte. Kriegsmaschinen halfen ihm bei der Machtergreifung und dem Aufbau des Heiligen Römischen Reiches. Aber was immer er gebaut hatte, scheint dem Feuer, das die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat, zum Opfer gefallen zu sein. Die meisten würden an diesem Punkt wohl aufhören. Aber ich spüre diesen Hunger in mir. Ich will mehr wissen. Es ist deine Schuld, Vater. Ich werde so lange mit dem Kopf gegen diese Wand rennen, bis sie mich entweder tötet oder ich sie durchbreche. Heute Abend gibt's Wein, einen spritzigen Rheingauer, köstlich zu Wurst und Käse. Na denn, guten Appetit. Ja. So, dann wollen wir mal schauen. Treffen wir unseren Kumpel wieder und dann geht's ja weiter zu Herrn... Scheiße. Ups. Oh, das tat ja schon physisch weh. So. Das war die Einleitung. Tester Softworks. Eine Ratte, die läuft. Presents. A game by
Greta. Bleib mal bei Fuß hier, ne? Und... Wolfenstein, The Old Blood. Oder in Englisch, Wolfenstein, The Old Blood. Boing. Teil 1, Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe. Teil 1, Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe. Kapitel 1, Gefängnis. Habe ich gerade eben gesagt. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Alien 4, so nebenbei. Mit Sigourney Weaver in dem Gefängnis, wo sie reproduziert wurde. Oh je. Ja, hier? Hallo? BJ, antworten Sie. Oh, das sieht ja nicht sehr einladend aus hier. Da kann man wahrscheinlich hoch, oder hier. Da ist auch noch was. Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Das klappt schon mal nicht. Snowdonia, Blaskovic? Nee, war ich nicht. Ist unglaublich, oh, da läuft etwas. Ist das Gold? Gold gibt es ja auch im Spiel. Aber ich glaube, nee, das ist gar kein, das ist... Oh, ach, das war eine Mausefalle. Ein Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich und eine Limonade für mich. Haben dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht. Gut, schauen wir mal. Gut, dann versuchen wir mal hier hoch zu krabbeln. Müsste ja gehen. Das hier kommen wir. Und, also, hier sind... Uiuiui. So, wenn Jäger mit Agent One sprechen will, glaube ich nicht, dass es ihm dabei mit, dass es ihm dabei besonders gut gehen wird. Aber ich denke, wir sollten versuchen, hier mal rauszukommen. Neue Waffe, Rohre. Ja. Da ist es. Und hoch. Maustaste festhalten, loslassen, nächste drücken, festhalten, loslassen, nächste drücken. Festhalten, loslassen, nächste drücken und nochmal ein Stückchen und, ach ja, und gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Nur nicht die falsche loslassen, dann fällt man nicht runter. Ja, ein Stück noch und ja, geschafft. Ja. Da ist jemand, der ist mit einem langen Kabel verbunden. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. So, der macht jetzt nichts. Jetzt krabbeln wir mal hier hin. Okay. Ist wohl nicht gut, wenn er uns sieht. So, ist das da? Also, auf der anderen Seite quasi, von der Mauer. Verharrt eine Weile. Und geht vermutlich immer den gleichen Weg. Und mal gucken, was wir hier noch haben. Hier haben wir noch, was ist das denn da, Hundefutter oder was? Brauchen wir jetzt gerade nicht. Naja, eigentlich doch. So, da ist er, wo ist er jetzt? Hallo, da. Wenn er jetzt hinrennen, dann wird er uns einfach nur zu Matsche verarbeiten. Das muss ja auch nicht sein. Wir müssen, denke ich mal, abwarten, bis er vorbeigegangen ist. Vorbeigegangen ist, nicht neben uns steht. Das ist nicht dasselbe. Jetzt ist er weg. So, und hier kann man irgendwas ausschalten. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, jetzt aber. Und das dauert auch ganz lange, bis sich das endlich ausschaltet. Und jetzt ist ausgeschaltet. So, und jetzt sind die Dinger für einen Augenblick ruhig gestellt. Da ist er. So, und jetzt müssen wir irgendwie rangehen und Feuer. Und haben ein Maschinengewehr. Super. Ja, nur viel anfangen können wir nicht damit, ne? Schwierig. Also jetzt im Moment noch nicht viel anfangen. Ja, hier ist eine Tür. Da müssen wir, denke ich, durch. Das können wir scheinbar nicht abballern. Nun denn, gut, dann, ja. Kommen wir ja eigentlich auch nicht weiter. Weiter kommen wir nur, wenn wir durch die Tür durchgehen. Das kriegen wir nur hin, wenn wir dieses Ding hier ausschalten. Zumindest kurz. Ich glaube, das geht dann auch wieder an. So, und jetzt haben wir kein Maschinengewehr mehr. Toll. Da ist dieses Rohrteil. Das führt aber nicht bis hierhin, sondern geht nur bis zu dem Gerät da hinten. Und dann
Okay. Da ist er jetzt direkt dahinter. So, dann guck mal, machen wir das jetzt mal. Sobald er uns sieht, eröffnet er das Feuer. Da hinten ist noch einer. Ach du Schande, den habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt aber schnell hin zu unserem Freund hier. Und jetzt stehe ich direkt neben dir. Ach du Schande. Und der andere wird das Feuer sofort auf uns eröffnen. Na, logisch macht er das. Ah, Mist. Mist. Den habe ich übersehen. Okay, gut. Er kommt nicht hierher. Aber er ist auch nicht besonders weit weg. Wir haben 158 Schuss. Damit könnten wir ihn sicherlich platt machen. Aber schaffen wir es rechtzeitig. Sagen wir mal so. Wir haben ihn fast gekriegt, aber... ist das... Das ist jetzt wieder direkt an der Stelle, wo wir hochgekrabbelt sind, glaube ich. Ja. Also wirklich direkt an der Stelle. Na gut, okay, dann kommen wir nochmal hoch. Ging ja eben ganz gut. Und ziehen und drücken und schieben und würgen und nochmal. Und ein Stück noch und noch einer mal. Und noch einer. Und noch ein. Und noch ein. Und ja, ein noch. Keine Lust mehr, ich muss mal. Keine Pause, jetzt geht's weiter. Klo kann man später gehen. So, wo ist er denn? Rein hier, da. Okay. Eigentlich sieht er uns jetzt nicht. Wir könnten jetzt eigentlich direkt hochgehen. Machen wir auch. Verstecken wir uns. Das war ganz gut. So. Jetzt guckt er dann zu uns hin, oder ist er... Kann ich gar nicht so... Jetzt guckt er hin. Okay, alles klar. Hätten wir so eben dran vorbeischleichen können, aber müssen wir ja nicht. So, jetzt ist er da. Das hilft uns wenig. Sei denn wir... das war mutig jetzt. Das ist aber mutig. Okay, hat geklappt. Das war mutig. Ach nee, doch nicht, geht eigentlich. So. Dann einmal falsche Taste hier. Also der bleibt auch nicht lange irgendwo bewusstlos. Da muss man sich wirklich ranhalten. Also vielleicht 10, 15 Sekunden. Mehr macht er nicht. Gut, okay. Ja. Kann man den jetzt irgendwie abballern? Dann kriegt man nämlich Rüstung, wenn der explodiert. Aber ich glaube, das geht nur, solange der noch auf zwei Beinen steht, sobald er liegt. Naja. Dann nehmen wir jetzt das Hundefutter, macht ja auch nichts. Oha, hat richtig viel gebracht. Wenigstens 100. Vielleicht auch Maximum 100, hätte er mehr angezeigt. Also 40% hat er jedenfalls gebracht. Das Ding brauchen wir nicht. Wir brauchen eben das hier, weil wir können das Maschinengewehr eh nicht mit rübernehmen. Und das ist tatsächlich ein Maschinengewehr. Das ist so der Unterschied zwischen Maschinenpistole, Sturmgewehr, Maschinengewehr. Ich bringe die Begriffe ja ständig durcheinander bei meinen Let's Plays. Denn ja alles mögliche Maschinengewehr. Aber das, denke ich, war ein echtes Maschinengewehr. Ja gut, vielleicht heißen die Dinger noch anders, ist mir auch wurscht. So, jetzt aber schnell hurtig. Klappt. Und dann wird er losgelöst. Und der andere, das war aber eine knappe Nummer hier. Ja, lass ihn ruhig schießen. Hier dürfte er uns nicht bekommen. Er kann da scheinbar auch nicht weiter. Die laufen ja nur an diesen Leitungen an der Decke längs. Und da ist ja eine andere Leitung, die quer verläuft. Da. Guck mal. Braucht auch eine Weile, um sich umzudrehen. Und Tschüssikowski. Das reicht schon. Und jetzt gibt's auch Rüstung. Hup. Hup. Hup, hup, hup. Naja. Und eine volle Ladung. Maschinengewehr-Power. Haben wir noch was hier? Oh, und wollen wir schon wieder loswerden, ne? Naja, hier ist alles nix. Hier liegt auch keiner drin. Ja, hier ist dann auch nicht mehr viel zu holen. Okay, dann machen wir weiter. In den nächsten Bereich müssen wir also mal quasi nackig rübergehen. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel hat eine unfassbar geile Stimmung. Also ich habe ja auch dieses andere, dieses Wolfenstein The New Colossus gespielt und ich fand es nachher auch nicht schlecht. Aber ich muss echt zugeben, also nur von der Stimmung, die erzeugt wird. Ne? Oh Greta,
Uiuiui. Das ist noch so ein Greta-Viech. Ist das Spiel. Also Hundeliebhaber sollten vielleicht an dieser Stelle weggucken. Fällt mir gerade ein. Bisschen spät, ne? Naja. Also hätten weggucken sollen. So. Aber es sind ja auch keine echten Hunde. Es sind auch genetisch veränderte Monsterhunde. Vielleicht hilft das ein wenig. So, wollen wir mal schauen. Da ist noch ein Fressnapf. Wir haben es aber wirklich genug. Hier ist das noch irgendwas mit Rüstung. Rüstung kann nie schaden. Und irgendwo muss hier auf jeden Fall noch einer rumlaufen. Mindestens einer. Wahrscheinlich eher zwei oder drei. Da in dem nächsten Block ist einer, aber hier vorne an wird, also auch nicht hier, aber einen weiter hinten. Hier ist noch was. Da, da ist auch noch einer. Also, zwei Stück haben wir noch. Na? Ah, ne, das ist eine Lampe. Oh, nee, doch, keine Lampe. Ach du Schande. Ne, der geht bis hier, bis da. Oh, das ist aber schon. Uiuiuiui. Ja, geht sogar weiter. Ach du Gott. Gut, dann können wir jetzt vielleicht versuchen, den zu holen. So. Da ist noch einer. Das sind drei noch. Ach du große Runde. Meine Güte, drei Stück. So. Dann jetzt aber schnell hin. Hoffen, dass es klappt. Und auch noch, wird auch noch gleich beschossen. Oh nee, jetzt mal weg hier. Jetzt liegt der im Weg. Jetzt komme ich nicht weiter. Ach nee, nee, nee. Die schöne Rüstung, alles dahin. So, also, es sind zwei Leute, die gleichzeitig auf uns schießen und uns teilweise wohl auch treffen. Wenn ich das kann. Und zwar nicht nur teilweise, sondern. Du große Neune. 16% Lebensenergie. 8% Lebensenergie. Oh, wow, 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 wow. Habe ich schon mal gesagt, dass der Spielgrad bei dem. Oder der Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel nicht ganz ohne ist? Dann sage ich. Dann sage ich es jetzt nochmal. Oh, der latscht hier vorbei. Sie können nicht direkt zu uns ran. Das ist schon mal hilfreich. Aber 4% Lebensenergie. Da hat aber jetzt echt nicht viel gefehlt. Ja gut, das ist ein bisschen gemein, auf den Fuß zu ballern. Aber es scheint auch zu funktionieren. So, das war der erste. Hier haben wir noch 58 Schuss, was nicht gerade dolle ist. Einer fehlt jedenfalls, aber das hilft uns ja nicht wirklich weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ein neuer Spielstand, eine neue Speicherung wäre. Ich vermute mal bei der letzten Tür, die wir aufgemacht haben, aber vielleicht sind wir auch wieder da, wo wir dann an der Mauer da hochkrabbeln müssen. Ich weiß es nicht. So, 58 Schuss, das ist ja nicht gerade viel, ne? Na, ich weiß nicht, wenn ich jetzt schieße, dann werde ich wahrscheinlich nur die Gitterstäbe treffen, während er uns hier trifft. Na, ganz toll. Also das vielleicht noch, was so die Lebenserhaltung betrifft. Ihr seht es ja, es zählt dann runter und geht dann aber auch immer wieder ein bisschen hoch. Das geht immer auf volle 20er hoch. Also wenn wir, sagen wir mal, bis 36% Lebensenergie hätten, dann würde er auf 40 hochgehen, bei 28 auch. Hätten wir 19, würde er nur auf 20 hochgehen, immer auf volle 20. So, das sieht also nicht so wirklich gut aus. Wir haben auch nur noch 9 Schuss, was jetzt auch eher übersichtlich ist. Ja. Also, wir haben jetzt ein echtes Problem. Allerdings sind wir jetzt auch schneller. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, aber was mache ich denn jetzt? Oh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verhakt hier. Da ist er halt weg. Wenn man das Maschinengewehr hat hier, dann ist man sehr langsam. Wirklich sehr langsam. Kann auch nicht laufen. Denke, bücken dürfte gehen, aber springen glaube ich auch nicht. Und gehen, ja halt nur gehen dann. So, mal gucken, wo er jetzt hier ist. Da. Oh. Na? Der muss doch mal nachladen hier. Oh, jetzt. Da ist ganz viel Rüstung abgehauen und ich glaube,
Ihn hat es gerade zerbröselt. Da haben wir noch den einen. Ah. Na gut. Also schlau wäre es jetzt, das Ding fallen zu lassen. Was man machen kann, indem man eine andere Waffe nimmt. Wir haben noch 14 Schuss, das macht alles hier wenig Sinn. Ups, so, dann habe ich es jetzt auch gemerkt. Ja, dann wäre es ganz schlau, jetzt hier mal irgendwo hinzurennen und am besten sich das Maschinengewehr von dem anderen Heini zu schnappen. Wir können auch ein bisschen warten. Also irgendwann drehen die sich einfach um und machen und gehen weiter auf ihrem Weg. Meine Güte, die haben aber auch eine harte. Die treffen einen aber auch hart, wie meine Tochter sagen würde. Mann, Mann, Mann. Ah, 10% Lebensdings. Hey, wo ist doch das Maschinengewehr da? Wo bist du? Da bist du. So, jetzt haben wir da wieder was Vernünftiges. Hm? Komm, das nehmen wir auch noch mit dir. Da ist er. Ja, und es dauert halt auch ewig. Oh, das ist aber schwierig jetzt hier mit dem Treffen. Ja, ich versuche jetzt gerade die Gasflasche zu treffen. Aber jetzt halte ich mal gegen. Ja. Tobi, das war doch ganz super. Ganz easy. Jetzt nochmal Rüstung. Dann haben wir jetzt 60 Rüstung und 40 Lebensenergie. Und hier haben wir nochmal einen Schlabberhaufen. Und da ist noch einer. Ne, das war jetzt nochmal die Gasflasche, die sollte weg. Gut, was haben wir hier noch? Das haben wir noch, das haben wir da auch. 200 Schuss. Oh, wir sind ja schon voll ausgerüstet mit Schildenergie. So könnte man es ja auch machen. Oder Rüstung. So, hier haben wir noch was. Das war, glaube ich, das war ein Mini-Kit, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Jo, die Waffe sind wir jetzt wieder los und wenden uns dann an die nächste Abteilung. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Anschleichen an Maschinensoldaten hinter uns gebracht. Und mit diesen schönen Ausblicken auf eine noch hoffnungsvollere Zukunft möchte ich dieses Let's Play beenden. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann bitte den Knopf, das Icon links unten drücken. Und wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Toms.